Mit über 50 wieder Single, ganz von vorne anfangen. Gibt sicherlich Frauen, denen da der Mut fehlen würde. Die Sängerin Sandra hat sich gerade von ihrem Mann getrennt und startet jetzt ganz neu. In den 80ern war sie mit Songs wie Maria Magdalena ein absoluter Superstar. Benny John und Marc Sterzenbach haben sie getroffen. Fast 30 Jahre ist diese Aufnahme hier alt. Heute sieht Sandra so aus. Das große Comeback, auf das sie eine Zeit lang gehofft hat, ist trotz einiger Versuche ausgeblieben. Auch hat sie sich gerade von ihrem zweiten Ehemann getrennt, mit 52. Aber Mitleid muss keiner mit ihr haben. Sie lebt heute auf Ibiza, in dieser Finca, und hat finanziell ausgesorgt. Erfolg ist für mich glücklich sein, das machen zu können, was man gerne möchte. Die Musik zu machen, was man gerne möchte, privat glücklich zu sein. Privat glücklich zu sein. Sie hat sich von ihrem zweiten Ehemann getrennt, dem Geschäftsmann Olaf Menges, den sie erst 2009 ganz romantisch auf den Seychellen geheiratet hat. Die große Liebe sollte es dieses Mal sein und ewig halten. Aber ewig war in ihrem Fall gerade mal 5 Jahre. Ich bin so voll genommen, nicht voll. Unsere Augen haben uns getroffen und das war's dann. Wir wussten, dass wir bleiben zusammen und alles ist gut. Hat auch mein Papa um die Hand gefragt. Doch dieser Traum ist zerplatzt. Mit 52 Jahren muss Sandra wieder von vorn anfangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so privat darüber sprechen will. Ich möchte ihm ja auch nicht wehtun. Ich habe aber immer geglaubt, das wird wieder. Aber ich war dann doch einfach... Es hörte einfach auf. Dann wollte ich nicht mehr. Es war vorbei. 2 Kinder hat Sandra aus ihrer ersten Ehe mit dem Musikproduzenten Michael Cretu. Ihre Zwillinge sind mittlerweile 17 Jahre alt und gehen auf ein Internat in England. Sie selbst lebt jetzt als Single auf Ibiza. Als in die Jahre gekommener ehemaliger Superstar. Ich glaube, man darf keine Angst haben vorm Altwerden. Ich meine, man wird ja auch weiser. Und ich möchte das jetzt heute nicht missen, was ich alles gelernt habe in meinen 52 Jahren. Von den großen Erfolgen wie damals Maria Magdalena hat sie aufgehört zu träumen. Aber vor allem in Osteuropa ist Sandra immer noch ein gefragter Star. Und die große Liebe, vielleicht kommt sie ja noch.